Einen wunderschönen guten Abend, alle miteinander. Wir kommen zur Ruhe und sind gespannt, was Gott uns heute zu erzählen hat, wie er zu unseren Herzen sprechen möchte. Und Leon hat es in seiner letzten Predigt erwähnt, dass diese Freizeit für ihn eine besondere Freizeit ist. Und das kann ich auch sagen, weil ich vor 4 Jahren schon mal hier war. Und das war damals meine erste Freizeit. Und sie ist deshalb besonders, weil ich mich entschieden habe, mich taufen zu lassen. Und ich damals nie gedacht hätte, dass ich in 4 Jahren wieder hier stehen werde und das Wort predigen werde, was ich damals gehört habe. Deshalb darf ein jeder von euch gespannt sein, wie Gott durch euer Leben wirken möchte, auch wenn ihr es jetzt nicht ahnt. Genau. In unserer heutigen Predigt wollen wir hören, dass wir in Christus gerettet sind. Und wir haben gehört, wie uns Gott vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Wir haben gehört, was es bedeutet, Teil seines ewigen Plans zu sein. Wir haben gehört, was es bedeutet, Erbe in Christus zu sein. Und heute wollen wir uns das Leben eines jeden Christen anschauen. Wir wollen uns die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft eines Christen anschauen. Und ich glaube, um das Evangelium, also die gute Botschaft oder die frohe Botschaft von Jesus Christus verstehen zu können, musst du erstmal wissen, wer du ohne Christus warst und wer du jetzt mit Christus und in Christus bist. Weil du wirst nie eine Lösung für etwas begreifen, wenn du das Problem zuvor nicht erkannt hast. Erst wenn du das Problem verstanden hast, wirst du die Lösung verstehen. Wenn du nicht verstehen willst, dass deine Augen schlecht sind, wirst du dir nie eine Brille zuziehen. Erst wenn du verstanden hast, dass du eine Brille brauchst, weil deine Augen schlecht sind, wirst du verstehen, warum man dir eine Brille gegeben hat. Und genauso ist es mit dem Evangelium. Wenn der Mensch nicht einsehen will, dass er ein Sünder ist und deshalb Rettung braucht, wird er nie verstehen, warum Christus am Kreuz für ihn gestorben ist. Wenn du nicht verstehst, dass du ein Sünder bist und deshalb getrennt von Gott bist, wirst du nie verstehen, warum du Jesus brauchst. Und deshalb hat das Leben eines jeden Christen von uns, Es geht noch weiter, chill. Freut euch auf das Ende. Genau, und deshalb hat das Leben eines jeden Christen oder auch hier einer jeden Person, die an Jesus glaubt, immer mindestens eine Gemeinsamkeit. Egal wie unterschiedlich wir sind, wir haben mindestens eine Gemeinsamkeit. Und die ist, dass wir an Jesus glauben, weil wir verstanden haben, dass wir ihn brauchen. Und du bist ein Christ, wenn du mit deinem Mund bekennst und in deinem Herzen an Jesus glaubst. Und es gibt einige von uns, die sind vielleicht im frühen Alter zu Glauben gekommen. Einige haben erst später Jesus in ihr Leben gelassen oder einige vielleicht noch gar nicht. Aber was ich sagen will, ist, du wirst nicht als Christ geboren. Und deshalb hat ein jeder von uns, der ein Christ ist, immer eine Vergangenheit gehabt, bevor er Christ wurde. Deshalb wollen wir uns heute anschauen, wer wir ohne Jesus waren, wer wir durch Jesus sind, also wer bist du als Christ und wer wir als Christen sein werden bzw. sein möchten. Deshalb möchte ich für diesen Abend beten, bevor wir uns dem Bibeltext widmen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese Möglichkeit, dass wir uns hier versammeln dürfen, um aus deinem Wort zu hören. Und ich bitte dich einfach, dass du die gesprochenen Worte nutzt und offene Herzen schenkst, damit sie auf fruchtbaren Boden fallen und dass die Menschen einfach dich erkennen und verstehen, dass sie dich brauchen. Amen. Genau, lasst uns lesen, Epheser 2, die Verse 1 bis 10. Dort heißt es: Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß den Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet
und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Dann kommen wir zum ersten Punkt, die Vergangenheit eines Christen, Verse 1 bis 3. Und wenn wir uns die Vergangenheit eines Christen anschauen, machen wir nichts anderes, als uns die Gegenwart eines Nichtchristen anzuschauen. Wenn wir uns die Vergangenheit eines Christen anschauen, machen wir nichts anderes, als die Realität eines Menschen ohne Jesus zu reflektieren. Und jeder Mensch hat ein Problem, und ich meine damit nicht alltägliche Herausforderungen, dass es dir schwerfällt, morgens aufzustehen oder deine Haare zu machen. Ich meine damit nicht deine Krankheiten, deine Störungen, deine Sorgen und Ängste oder Themen, die dich beschäftigen, wie Partnerschaft, das meine ich damit nicht. Oder wenn du bei Google eingibst, Top 10 der schlimmsten Probleme der Welt oder der Menschheit, dann fallen Punkte wie Armut, Bildung, Kriege und an allererster Stelle Klimawandel. Das sind vielleicht mehr Folgen eines ursprünglichen Problems, aber das ist nicht das wahre Problem. Das wahre Problem ist, dass der Mensch tot ist. Und damit ist nicht sein physischer Tod gemeint, weil wir lesen in Vers 1, dass Paulus an Menschen schreibt, die existieren. Er schreibt an Menschen, die atmen, die einen Herzschlag haben und einen Puls haben. Aber irgendwas stimmt mit den Menschen nicht. Es geht vielmehr um den geistlichen Tod. Römer 1, 21 redet davon, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Der Mensch ist von Natur aus von Gott getrennt. Der Mensch ist von Gott entfremdet. Er möchte nichts mit Gott zu tun haben. Er möchte nichts von ihm wissen. Er möchte nicht einsehen, dass er einen Gott braucht. Das Herz des Menschen ist von Natur auf verhärtet, verfinstert. Und du merkst es doch selber, wenn du mit einem Nichtchristen versuchst dich über Gott zu unterhalten. Klar hören sie dir zu und lassen dich ausreden, aber irgendwo im Inneren merkst du doch, dass die Menschen es gar nicht juckt, was du sagst und eigentlich darauf warten, bis du das Thema wechselst. Sie wollen nichts von Gott hören, weil sie sich dafür nicht interessieren. Es ist, als würdest du eine andere Sprache mit ihnen reden. Und das Schlimmste daran ist, Leute, dass der Mensch dadurch automatisch in sein eigenes Verderben läuft. Und dieses Verderben nennt sich Hölle. Ewige Trennung von Gott. Gott ist nicht jemand, der dich in die Hölle schickt. Der Mensch entscheidet sich freiwillig für die Hölle und geht verloren. Und weil der Mensch geistig tot ist, kann er und will er nicht Gott verstehen. Er kann keine Beziehung zu Gott haben. Er kann nicht Gottes Willen tun als geistlich tote Person. Und wenn jemand tot ist, ihr kennt es, wenn man auf einer Beerdigung war, dann ist der Mensch regungslos, er reagiert nicht. Und genauso geht es einem geistlich toten Mensch, er reagiert nicht auf Gott. Er kann Gott nicht wohlgefallen, er kann Gott nicht ehren, er kann Gott nicht gehorchen. Und wenn du die Frage stellst, wer war ich, bevor Christus in mein Leben kam? Wer ist jeder Mensch ohne Christus? Dann lautet die Antwort, ein geistlich toter Mensch. Und der Grund für diesen Zustand, dass der Mensch geistig tot ist, den finden wir in Vers 1. Dort steht, auch euch, die ihr tot wart, und jetzt, durch Übertretungen und Sünden. Deine Übertretungen und Sünden sind der Grund für deinen Zustand. Dein äußerer Mensch, dein Fleisch scheint vielleicht lebendig zu sein, aber dein innerer Mensch, dein Geist ist tot. Und wir lesen in der Bibel, dass wir einen Feind haben und damit ist niemand anderes gemeint als der Teufel. Und im 1. Petrus 5, Vers 8 steht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Jesus selber sagt in Johannes 10, 10, der Dieb, der Teufel, kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Und wenn der Teufel es schafft, dich zur Sünde zu versuchen, dann hat er sein Ziel erreicht, denn Sünde macht dich tot. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und Sünde ist also etwas, was dir deine Existenz rauben möchte.
Sünde ist etwas, was dich töten will. Sünde ist etwas, was dich vom wahren Leben abhalten will. Und die Sünden, in denen du lebst, machen dich tot. Und wenn du sündigst, dann tust du etwas gegen Gott, was gegen Gott ist. Und dadurch verfehlst du automatisch den Sinn und Zweck deiner Bestimmung. Weil Sünde bedeutet auch stets, ein Ziel zu verfehlen. Und das Ziel lautet, seid heilig, denn ich bin heilig. Jesus selber sagt, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Sünde ist also nicht nur, gegen Gottes Gebote zu verstoßen oder diese Gebote zu brechen, sondern Sünde ist auch immer den Anspruch, den Gott an dich stellt, nicht zu erreichen. Sünde ist, die Herrlichkeit Gottes zu verfehlen. Römer 3, 23 spricht davon, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und so geistlich tot jeder Mensch und entfremdet von Gott auch ist, so lebendig ist er für die Welt. Und wir lesen weiter in Vers 2, dass ein geistlich toter Mensch nach dem Lauf dieser Welt wandelt. Wir können es nicht ändern, dass wir in dieser Welt leben. Warte mal. Stimmt. Wir können es nicht ändern, dass wir auf dieser Erde leben. Jesus sagt selber, ihr seid nicht von der Welt, aber in der Welt. Und weil wir in dieser Welt sind, lassen wir uns so schnell von weltlichen Normen, Werten, Standards beeinflussen. Wir machen das, was die Welt uns vorgaukelt. Und ein Mensch ohne Jesus lebt nach diesen weltlichen Standards. Er tut, was die Welt ihm vorgibt. Er passt sich dem weltlichen Lebensstil an, um nicht aufzufallen. Und versucht, dadurch sein Handeln zu rechtfertigen, weil er sagt, ist doch in Ordnung, was ist denn daran so verwerflich? Jeder macht das. Ich brauche nur Beispiele nennen wie Alkoholexzesse, Drogen, Sex, Pornografie, Selbstbefriedigung. Das ist nur ein kleiner Teil. Nehmt, was ihr wollt. Du versuchst dein Handeln, du versuchst Ausreden für deine Sünden zu finden, indem du sagst, jeder macht es. Keiner legt mehr Wert auf das, was Gott sagt. Jeder will sein eigenes Ding durchziehen. Jeder will sein eigener King sein. Jeder will sich selbst verwirklichen. Was juckt mich, was er sagt? Ich bin mich interessiert, was ich machen will. Und so will jeder Mensch seinen eigenen Weg gehen. Es hört zu, was in Sprüche 14, Vers 12 steht. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Und genau das ist die Falle des Teufels. Der Teufel will deinen geistlichen Tod. Er will nicht, dass du zu Gott findest. Und deshalb lügt dich der Teufel an. Und diese Lügen glauben wir tagtäglich. Erinnere dich mal an den Sündenfall. Was da passiert? 1. Mose 3. Adam und Eva sind im Garten Eden, in Gottes Herrlichkeit. Und Gott sagt, ihr dürft von jedem Baum essen, außer vom Baum der Erkenntnis. Denn wenn ihr vom Baum der Erkenntnis isst oder esst, müsst ihr sterben. Und dann kommt eine listige Schlange in Form des Teufels und versucht Eva zur Sünde. Und Eva sündigt, weil sie der Lüge glaubt. Und wir kennen die Folgen. Diese Lüge glaubte Eva und aß von der Frucht. Und Adam und Eva versündigten sich dadurch an Gott und wurden aus der Herrlichkeit Gottes vertrieben. Sie wurden aus der Gegenwart Gottes vertrieben. Und Eva machte genau das, was der Teufel ihr sagte. Sie gehorchte dem Teufel. Und Römer 6, 16 sagt, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Und wenn du dem Teufel gehorchst, bist du nichts anderes als ein Sklave der Sünde. Und als Sklave behandelt dich der Teufel, als wärst du sein Eigentum. Und der Teufel macht mit dir, was er will. Du bist kein Gegner für den Teufel. Und weil er deinen geistlichen Tod will, versucht er dich zur Sünde. Und erreicht jedes Mal sein Ziel, wenn er es schafft, dass du sündigst. Soll ich dir sagen, warum der Teufel mit dir ein leichtes Spiel hat? In Vers 3 steht, unter ihnen führten auch wir alle eins unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Du bist von Natur an ein
Sünde. Du bist ein Kind des Zorns, Sünder gebären Sünder. Dein Fleisch sehnt sich nach Sünde. Du liebst Sünde und die Sünde liebt dich. Deine Begierden, deine Gedanken und dein Wesen sind gegen Gott eingestellt von Natur an. Du verfeindest dich dadurch mit Gott. Dein Herz ist gegen Gott eingestellt, dein Herz ist verhärtet wie ein Stein. Und der Mensch ist geistlich tot. Ich wollte euch jetzt damit zeigen, was es bedeutet, dass der Mensch geistlich tot ist, weil jeder von uns war, bevor er Christ wurde. Und die Folge dieses geistlichen Todes eines jeden Menschen ist, dass er sich dadurch selbst verurteilt. Und du musst für deine Sünden bezahlen, kannst es aber nicht. Gott muss Sünde richten, weil er ein gerechter Gott ist. Gott kann nicht mit Sünde existieren. Wir lesen in Jesaja 59, Vers 2, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch. Wegen deiner Sünde musste Gott sein Angesicht vor dir verbergen. Er konnte es nicht dulden, diese Sünde im Leben. Und in dir ist nichts, was Gott wohlgefallen könnte. Du kommst aus deinem Teufelskreis alleine niemals raus. Es gibt keinen Ausweg für dich. Du bist als geistlich toter Mensch geboren. Und wenn Christus nicht in deinem Leben ist, dann wirst du auch als geistlich toter Mensch sterben. Das Leben, welches du ohne Jesus gelebt hast, war ein sinnloses Überleben. Dein Problem ist, dass du geistlich tot bist und verloren gehen wirst. Du bist ein Sünder. Du brauchst Leben, weil du geistlich tot bist. Das ist das Problem der Menschheit. Nicht, dass die Niederlande irgendwann untergehen wird wegen dem Meeresspiegel oder das mit der Ozonschicht. Das ist dein Problem. Du brauchst Leben, weil du geistlich tot bist. Aber was machst du jetzt? Du hast von diesem Problem gehört. Du kannst dich selbst nicht retten. Jesus sagt selber, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Aus dir heraus kannst du nichts machen. Du kannst dir selbst kein Leben schenken. Kannst du nicht. Aber wir wollen uns jetzt anschauen, was wir für einen Gott haben. Wir kommen zum zweiten Punkt, die Gegenwart eines Christen. Wir lesen in Vers 4, Gott aber. Das Leben eines jeden Christen beginnt immer mit einem Gott aber. Gott musste handeln, um dich zu retten. Gott musste handeln, um dich aus deinem geistlichen Tod zu befreien. Er musste zuerst handeln, um dir Leben zu schenken. Und wie macht er das? Verse 4 und 6. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Gott hat Erbarmen mit dir. Gott hat Erbarmen mit dir. Und wenn Gott mit dir Erbarmen hat, dann bedeutet das nichts anderes, hör zu, als dass Gott einem Sünder nicht das gibt, was er eigentlich verdient hätte. Psalm 103, Vers 10. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Erbarmen zeigt sich in dem, dass Gott uns nicht so behandelt, wie wir es verdient hätten. Eigentlich verdient jeder von uns, von Gott, bestraft zu werden, gerichtet zu werden, verurteilt zu werden, schuldig gesprochen zu werden. Aber Gott ist reich an Erbarmen und tut es deshalb nicht. Sein Erbarmen kennt kein Ende. Sein Erbarmen ist jeden Morgen neu und ist endlos. Erbarmen bedeutet, dass Gott die Strafe nicht auf dich legt, sondern auf jemand anderen. Und das ist Jesus. Er trägt für dich die Last. Er bezahlt für dich. Er bezahlt die Strafe, die du niemals bezahlen könntest. Er ist das Lösegeld, welches geopfert wurde. Genau. Gott ist reich an Erbarmen, das haben wir jetzt verstanden. Und Gott rettet uns aus Gnade. Und Gnade ist nichts anderes als sein unverdientes Handeln Gottes. Gott war es, der deinen Rettungsplan initiierte. Er war es, der deinen Rettungsplan eingeleitet hat. Nicht du. Du hast nichts zu deiner Erlösung beigetragen. Wir haben gesehen, wer du warst.
Wie willst du irgendwas einleiten? Wie willst du deine Rettung einleiten, wenn du eben gehört hast, wer du warst? Gott ist es, der anfängt. Gott ist es, der unverdient handelt. Gott ist es, der die Vergebung anbietet. Erbarmen gibt uns also nicht das, was wir verdient hätten. Und Gnade gibt uns das, was wir nicht verdient haben. Ich sag's und schreibt euch das auf. Erbarmen gibt uns also nicht das, was wir verdient hätten. Gnade gibt uns das, was wir nicht verdient haben. Und Gott ist reich an Erbarmen und er rettet uns aus Gnade allein. Jetzt stellt sich aber die Frage, warum? Warum sollte er das machen? Hat er nichts Besseres zu tun? Warum? Und der Grund dafür liegt wieder nicht in dir. Warum auch? Du hast gehört, wer du warst. Du hast nichts an dir, was Gott überzeugen könnte oder müsste, dich zu retten, dir Leben zu schenken. Nichts. Du hast nichts zu bringen. Du warst ein Sünder und Gott hasst Sünde und ist gegen Sünde. Also wieso rettet er uns? Die Antwort lautet, weil er dich liebt. Eben gelesen, um seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat. Es ist nicht nur normale Standardliebe, sondern es ist Großliebe. Ich wünschte, ich könnte diese Liebe euch irgendwie weitergeben, aber ich finde nicht die passenden Worte dafür. Das wenn wir Johannes 3,16 lesen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn Jesus gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern jetzt haben wir es, ewiges Leben hat. Jesus stirbt, damit du Leben hast. Und als ich mir so die Frage gestellt habe, wen liebe ich so? Klar, meine Freundin, Familie. Kann ich weitermachen? Oder? Nein, aber was ich sagen möchte, es ist leicht, Familie zu lieben, Freunde zu lieben. Es gibt Menschen, die liebst du einfach und Menschen, die du nicht liebst. Es gibt Dinge, die liebst du und hast gern deine PS4 oder so. Und Dinge, die du nicht gern hast. Ich habe einen kleinen Hund und ich hasse es richtig, immer diesen Beutel da. Ja, ihr könnt euch das denken. Und was ich sagen möchte ist, wir lieben irgendwie das, was wir mögen. Und unsere Liebe basiert auf Zuneigung zu etwas. Und das entspricht dem Wesen Gottes. Gott liebt uns, weil er Liebe ist. 1. Johannes 4,10 sagt, darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn Jesus gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Der Grund, warum Gott dich liebt, ist, weil er Liebe ist. Und er ist es, der dich geschaffen hat. Du bist ein Werk seiner Hände. Römer 5,8 Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als du von Gott nichts wissen wolltest, als du geistlich tot warst, hat Gott sich entschieden, ist Jesus für dich gestorben. Größere Liebe hat niemand, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und vergesst das nicht, Gott hasst Sünde, auch heute noch. Und er hasst es, was Sünde mit dir macht. Er hasst es, was Sünde mit anderen macht. Und Gott konnte einfach nicht tatenlos zusehen, was Sünde mit dir macht, wie der Teufel versucht, dich zu versklaven. Er will nicht zuschauen, wie Sünde dich und andere kaputt macht. Und ich glaube, wir verstehen manchmal gar nicht, wie schlimm Sünde für Gott ist. Überleg mal, das Problem ist so schwerwiegend und Gott hasst Sünde so sehr, dass er dieses Problem nur dadurch lösen konnte, dass er seinen eigenen Sohn, sein Ein und Alles gegeben hat. Jesus. Nur Jesus konnte das Problem lösen. Und deshalb starb er. Für dich. Und Gottes Liebe zu dir war es, die deine Rettung eingeleitet hat, die deine Rettung möglich gemacht hat. Weil Gott dich liebt. Und ich kann mich noch erinnern, als vor, keine Ahnung, mehreren Jahren wir in der Arche diese Eckstein-Konferenz hatten und CJ Mahaney war als Gastsprecher da und er hatte John Owen zitiert, und dieses Zitat werde ich nie in meinem Leben vergessen. Und dort heißt es, John Owen hat mal gesagt,
Die größte Bürde oder Last, die du Gott dem Vater auferlegen kannst, die größte Unfreundlichkeit, die du Gott antun kannst, ist, überleg mal kurz, was ist die größte Unfreundlichkeit, die du Gott antun kannst? John Owen sagt, die größte Bürde und Last, die du Gott dem Vater auferlegen kannst, die größte Unfreundlichkeit, die du Gott antun kannst, ist nicht zu glauben, dass er dich liebt. Soll ich dir sagen, warum das die größte Unfreundlichkeit ist, die du Gott bereiten kannst? Es ist deshalb die größte Unfreundlichkeit, weil er sein An und alles für dich gegeben hat, seinen geliebten Sohn. Welchen größeren Liebesbeweis willst du noch? Worauf wartest du? Was brauchst du, damit du von Gottes Liebe zu dir überzeugt wirst? Was? Überleg doch nur, was? Was hindert es dich zu glauben, dass Gott dich liebt? Was ist es? Und wenn du jemals an Gottes Liebe zu dir zweifeln solltest, dann schau aufs Kreuz. Weil dort am Kreuz, wir singen's, gab die Liebe alles hin. Dort am Kreuz kannst du Liebe, Gottes Liebe zu dir sehen. Und wenn du verstanden hast, wie sehr Gott Jesus seinen eigenen Sohn liebte, dann überleg mal, wie sehr er dich liebt. Wenn du verstanden hast, wie sehr Gott Jesus liebte, dann weißt du, wie sehr er dich liebt. Und Gott ist reich an Erbarmen. Er rettet uns aus Gnade, wegen seiner großen Liebe zu uns. Und in den Versen 5 bis 6 lesen wir, was passiert, wenn Gott uns rettet. Dort heißt es, dass Gott uns mit Jesus lebendig macht. Das war es, was wir brauchten. Das war es, was der Mensch braucht. Gott macht uns lebendig. Ihm gehört das Problem, aber wir waren geistig tot und brauchten Leben. Und das hat Gott gemacht. Er schenkt uns Leben in Christus. Er macht uns mit Christus lebendig. Und das passiert, wenn Gott dich lebendig macht. Hesekiel 36, Verse 26 bis 27. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtbestimmung befolgt und tut. Das ist das Versprechen, welches Gott gibt und auch hält. Es ist safe. Er tauscht dein verhärtetes Herz gegen ein fleischernes Herz aus. Er tauscht ein altes, dunkles Herz gegen ein neues Herz aus. Er tauscht. Er macht dein Herz neu. Er ist es, der dir wahres Leben schenkt. Und es gibt eine Sache, die ein toter Mensch braucht, und das ist Leben. Es gibt eine Sache, die ein Mensch braucht, der Durst hat, und das ist Trinken. Es gibt eine Sache, die ein Mensch braucht, der Hunger hat, und das ist Essen. Der Mensch braucht Jesus, um zu leben. Weil Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird niemals dürsten. Johannes 6, 35. Und jetzt. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Du brauchst Jesus. Ein jeder von uns braucht Jesus. Stand in Johannes 11, 25. Und Jesus ist der Einzige, der wirklich gelebt hat. Denn die Sünde hatte keine Macht über ihn. Der Teufel hatte ihn 40 Tage lang in der Wüste versucht, aber Jesus ist standhaft geblieben. Er lebte ohne Sünde. Jesus war der Einzige, der keine Sünde kannte. Er war der Einzige, der nicht in Sünde gelebt hat. Und deshalb ist er auch der Einzige, der unser Sündenproblem bereinigen kann. Jesus war es, der den Weg zu Gott ebnete. Gott hat dich
in Jesus lebendig gemacht. Jesus kennen heißt echtes Leben. In Jesus allein kann jeder Mensch wirklich leben. Und damit ist nicht nur dein geistliches Leben gemeint, sondern und Leben hier, sondern auch dein ewiges Leben. Christen sind Menschen, die stets von Leben zu Leben gehen, auch wenn sie hier auf der Erde sterben. In Vers 6 heißt es weiter, dass wir in Christus mit auferweckt sind. Und Römer 6, 4 bis 5 spricht davon und sagt, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Und dass Jesus für deine Sünden starb und bezahlte, ist nur die eine Hälfte. Die zweite Hälfte ist, dass Jesus nicht im Grab blieb, sondern auferstanden ist. Um unser Leben zu safen, um dein Leben zu sichern. Und dass Jesus von den Toten auferstanden ist, glaube ich, ändert alles. Weil das bedeutet, dass er den letzten Feind besiegt hat, nämlich den Tod. Und dass Jesus aus den Toten auferstanden ist, sollte eigentlich jedem Einzelnen von uns sehr, sehr viel Hoffnung schenken. Weil es nichts anderes bedeutet, als dass, wenn dein Leben hier auf Erden endet, es bei Gott, dem Vater, weitergehen wird. Und wenn Gott uns rettet, haben wir gehört, mit Jesus lebendig gemacht, mit ihm auferweckt worden. Und dann steht im Text noch, dass wir in Jesus mitversetzt sind in die himmlischen Regionen. Und damit ist nichts anderes als der Ort gemeint, wo Gott herrscht und lebt, der Himmel. Gott bereitet im Himmel für jeden einzelnen Christen eine Stätte. Wir lesen davon in der Bibel. Gott wollte keinen Himmel ohne Menschen. Doch bevor ein Mensch zum Himmel konnte, musste erst jemand runterkommen. Und der runtergekommen ist, hat uns den Weg nach oben gezeigt. Jesus war es, der das Leben gelebt hat, welches jeder Einzelne von uns leben sollte, aber nicht konnte. Und er war es, der den Tod gestorben ist, den jeder Einzelne von uns verdient hätte. Und wir lesen, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Und Jesus sitzt nun zur Rechten Gottes und du wirst dort auch als Christ sein, nach deinem physischen Tod auf Erden, weil du mit ihm auferstehst. Genau. Dann noch die Verse 8 bis 9. Dort steht, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Dem gehört Gott ist es, der aufgrund seiner Gnade dich rettet. Gott ist es, der den ersten Schritt in deinem Leben gemacht hat. Und die Frage ist, wie reagierst du darauf? Wie antwortest du darauf? Hebräer 11, 6 sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben. Und Glauben bedeutet nichts anderes, als sich einzugestehen, dass du von Gott abhängig bist. Dass du Jesus brauchst, um zu leben. Deshalb überleg mal, welches Opfer geschehen musste, um dich zu erkaufen. Überleg mal, was es Gott gekostet hat, dich wieder lebendig zu machen. Du bist teuer erkauft. Deshalb, du kannst dir deine Rettung nicht selbst verdienen. Du kannst nicht genügend Werke tun, um dir irgendein Anrecht zu erbauen, um Gott zu sagen, lass mich rein. Kannst du nicht. Du kannst so viel spenden, wie viel du willst. Du kannst so viel alten Omas über die Straße helfen, wie viel du willst. Das wird dich nicht retten. Das bringt dich nicht in den Himmel. Du musst glauben. Und am Ende ist es Gott, der dich aus Gnade durch diesen Glauben rettet. Und nicht aus Werken, damit sich niemand rühme, sondern Gott all den Lob und die Ehre bekommt. Und ich finde dieses Bild vom Tausch am Kreuz immer sehr, sehr verdeutlichend, weil du warst es, der einst blind war
und jetzt mit Jesus sehen kannst. Du bist es einst, der verloren war, doch jetzt bist du gefunden. Du hättest eigentlich ewige Verdammnis verdient, hast aber Vergebung empfangen. Du warst damals ein Sklave der Sünde und bist jetzt ein Kind Gottes. Deshalb entscheide dich auch heute für Jesus, wenn du das gehört hast und es noch nicht gemacht hast. Du hast verstanden, worum es geht. Und vor der Freizeit lief der Film Titanic im Fernsehen. Ich weiß nicht, wer den geguckt hat, aber die kennen so oder so den Film, die meisten. Und die Titanic war ja damals das größte Schiff der Weltmeere und galt als unsinkbar, bis sie den Eisberg gecrashed hat. Und ja, es war nichts Schönes, weil viele Menschen starben. Aber ich finde, dieses Bild der Titanic ist eine sehr, sehr gute Metapher für die Erde, weil die Welt nichts anderes ist als eine größere Titanic, die untergeht. Und wir alle gehen unter. Und es gibt niemanden, der dieses Leck beheben kann. Kein Professor Dr. Med Meyer oder Müller, kein noch so begabter Ingenieur oder Wissenschaftler. Wir gehen alle unter. Aber dann gibt es ein Rettungsboot, und das ist Jesus, der dein Leben retten will und dein Leben safen will. Deshalb entscheide dich für Jesus und spring auf dieses Boot. Warum sollst du freiwillig sterben? Überleg mal. Genau. Also wir haben gehört, dass jeder Mensch ein Problem hat, nämlich dass er geistlich tot war bzw. ist. Wir haben gehört, was es bedeutet, ein Christ, der sich in der Gegenwart befindet, zu sein. Dass es eine Lösung für dieses Problem gibt, nämlich Jesus. Sein Sterben bedeutete für dich Leben. Jetzt wollen wir schauen, wie es weitergeht. Was ist der nächste Schritt? Du bist Christ, du glaubst an ihn. Wie geht es aber weiter? Und wir lesen Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat, damit wir ihnen wandeln sollen. Du wurdest in Christus geschaffen zu guten Werken. Und dein Leben als Christ hat einen Sinn, hat einen Zweck. Es geht nicht darum, dass du, wie gesagt, versuchst durch Werke dir irgendwas zu erarbeiten. Du wirst nicht durch Werke gerettet. Sondern es geht darum, wie du als Christ dein Leben verbringst und verbringen willst. Du musst nichts tun. Du musst bloß einmal sterben. Und dann stellt sich die Frage, wo du danach sein wirst. Du musst nicht Bibel lesen. Es ist aber sehr, sehr hilfreich und segensreich für dich. Und wenn du ein wahrer Christ bist, dann verstehst du, warum du Bibel lesen sollst. Oder Bibel lesen möchtest. Warum du zu Gott beten möchtest. Es geht nicht darum, dass Gott dich zwingt, etwas zu tun, sondern wenn du verstanden hast, wer du bist in Jesus, wenn du verstanden hast, dass du Jesus ähnlicher sein möchtest und willst, dann wirst du das tun, weil du es möchtest. Du bist kein Knecht, der irgendwas machen muss. Genau. Du bist in Christus zu guten Werken erschaffen, in denen du wandeln sollst. Ein Glaube ohne Werke ist toter Glaube. Und deshalb tut ein Christ gute Werke. Deshalb, Gott ist bereit, dir zu vergeben, aber er liebt dich einfach viel, viel zu sehr, als dass er zulassen will, dass du so bleibst, wie du warst oder bist. Er will, dass du dich veränderst. Und wir lesen in 2. Korinther 5, 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Jede Person, die zu Christus gehört, jeder Christ ist eine neue Person. Sie ist eine neue Schöpfung. Das Problem ist nicht, dass wir früher schlecht waren und jetzt gut sind, sondern wir waren tot und jetzt sind wir lebendig. Das bedeutet es, eine neue Schöpfung zu sein, ein neuer Mensch zu sein. Und welche Einflüsse das auf unser Leben hat, wie diese Veränderungen aussehen, das werden wir in den kommenden Predigten hören. Deshalb hört weiterhin zu, was Gott mit euch vorhat, welche Absicht er mit euch verfolgt. Aber mein letzter Punkt, und dann beenden wir das auch. Ich will, dass wir heute noch verstehen, dass wenn du deine Vergangenheit nicht sterben lässt, wird sie dich niemals leben lassen.
Und vielleicht gibt es einige von euch heute, die zunächst erstmal mit ihrer Vergangenheit abschließen müssen, bevor sie sich ihrer neuen Zukunft widmen. Hör auf, noch als alter Mensch zu leben. Hör auf, in der Sünde zu verharren, in der du einst dich wohlgefühlt hast. Du bist ein neuer Mensch. Sei der, der du bist und nicht der du warst. Fokussiere dich auf dein neues Leben und setz einen Schlussstrich für das, was geschehen war. Und ich weiß, es ist nicht so einfach. Und die Bibel spricht auch davon, dass es ein geistlicher Kampf ist zwischen dem alten Menschen und dem neuen Menschen. Es ist ein Prozess. Und der Teufel wird dich weiterhin versuchen zur Sünde, auch nach deiner Bekehrung. Weil wir haben verstanden, was der Teufel erreichen will, was sein Ziel ist. Und es ist ein Prozess zur Heiligung. Und es wird, glaube ich, auch Zeiten geben, die vielleicht nicht schön sind, wenn du einen Down in deinem Glaubensleben hast, in dem du wieder in alte Muster fällst, und wieder in alte Gewohnheiten und dein Leben davon geprägt ist, wie es einst war, und du wieder in Sünde verfällst, dann will ich dir sagen, verharre nicht da drin, sondern tue Buße. Weil es gibt Hoffnung. Im 1. Johannes 2, 1 steht, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. 1. Johannes 1, 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Es kommt nicht auf dich an. Denn die Hoffnung basiert nicht auf dem, was du tust, sondern auf dem, was jemand für dich getan hat. Und Jesus starb am Kreuz genau für diese Sünden. Für die Sünden, die du getan hast, für die Sünden, die du gerade tust und auch für die Sünden, die du begehen wirst. Deshalb, ich kenne das, dass man oft in so einen Teufelskreis hineinfällt, wenn du weißt, dass du errettet bist und dann sündigst du wieder und hast mit den Sünden zu kämpfen, mit denen du einst gekämpft hast, und dann meinst du, wenn du gefallen bist, nicht mehr zu Gott kommen zu können. Du meinst das, mein Gott, wie kann ich zu dir kommen, wenn ich immer noch so sündig bin? Dann will ich dir sagen, dass wenn du an Jesus glaubst, dann ist dein Leben in Jesus geborgen. Und es kommt auf deine Position an, die du in Jesus hast. Weil Jesus war der Einzige, der gerecht und ohne Sünde war. Und ihr kennt dieses Sprichwort, Kleider machen Leute. Und das trifft auch auf Christen zu. Nicht, ob du Nikes trägst oder, keine Ahnung, Vans oder so. Sondern es kommt auf das Kleid der Gerechtigkeit an. Und damit wirst du überkleidet, wenn du an Jesus glaubst. Und lass mich dir eine Frage stellen. War Gott jemals wütend auf Jesus? Nein. Wenn dein Leben geborgen ist in Jesus, dann ist Gott mit dir immer zufrieden. Er war es, der gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das gilt auch für dich. Gott ist mit dir zufrieden, wenn du in Jesus bist. Deshalb tun wir gute Werke und wollen ihm wohlgefallen. Als Christ leben wir nicht mehr für uns, sondern für Jesus allein. Jesus ist für dich gestorben. Lebst du für ihn? Stell dir mal die Frage. Und bevor ich gleich zum Abschluss bete und wir mit dem Lobpreis weitermachen, möchte ich noch Hebräer 12, 1-2 lesen. Und dort heißt es, lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinaufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Amen. Ich bete dann und dann machen wir Lobpreis. Herr Jesus, ich danke dir, dass du so ein wunderbarer, gnädiger Gott bist. Ich danke dir, dass du für uns gestorben bist, für unsere Sünden gestorben bist. Du hast dein Lösegeld gegeben. Du hast dein Leben als Lösegeld gegeben, damit wir errettet werden, Jesus. Und ich bitte dich einfach, dass du uns mehr und mehr Erkenntnis schenkst, dass du uns
die Augen öffnest und wir einfach dich mehr und mehr erkennen, dass wir anfangen zu verstehen, wer du bist und warum du gekommen bist, dass wir anfangen zu verstehen, welches Problem wir haben oder hatten und dass wir verstehen, dass wir dich brauchen, weil du es bist, der allein Leben schenkt. Jesus, ich danke dir für dein wunderbares, vollbrachtes Werk und ich danke dir für jede einzelne Person hier. Ich danke dir für meine Geschwister, dass wir wissen dürfen, dass du es bist, der das gute Werk in jedem Einzelnen von uns begonnen hast, auch vollenden wirst. Das ist unsere Zuversicht und das ist auch unsere Hoffnung. Bitte sei du es, der in unserem Leben regiert, herrscht und sei du der Mittelpunkt in unserem Leben. Zu deiner Ehre wollen wir leben und jetzt auch Lobpreis machen. Amen.